Ja, Mittwoch, 27. April 2022, Deutscher Bundestag. Heute skandalöse Entwicklungen in der deutschen parlamentarischen Gesellschaft. Was ist das? Das ist ein ganz elitärer Verein, den nur Abgeordnete aus den Landtagen, aus dem Bundestag und aus dem Europäischen Parlament oder ehemalige Abgeordnete angehören dürfen. Eigentlich sollte man meinen, Abgeordnete, durch und durch demokratisch der Verein. Er bekommt 2,5 Millionen Euro im Jahr Steuermittel, damit er überfraktionell wirken kann. Und heute war eine Mitgliederversammlung, Vorstandswahlen und wir dachten, wir fallen vom Glauben ab. Malte Kaufmann, unser Kandidat für ein Pöstchen da. Was ist passiert? Naja, ich bin auch Mitglied in der parlamentarischen Gesellschaft. Und heute war, wie gesagt wurde, die Mitgliederversammlung. Ich habe gesehen, dass auf der konsensualen Einheitsvorstandsvorschlagsliste kein AfD-Vertreter war. Wir waren überrascht, ne? Waren wir überrascht und ich habe mich dann spontan bereit erklärt zu kandidieren. Wurde vorgeschlagen von Stefan Brandner und dann hieß es erst, ich dürfe mich nicht vorstellen. Da gab es dann eine Wahl darüber, ob ich mich vorstellen darf. Dann ging es aber noch darüber hinaus. Es wurde eine weitere Wahl gemacht, ob ich überhaupt kandidieren darf. Genau. Und auch da gab es dann eine Mehrheit gegen die Kandidatur. Das heißt, ich konnte meine demokratischen Rechte nicht ausüben. Und es wurde nur über diese Einheitsvorschlagsliste, die vom Vorstand vorbereitet war, abgestimmt. Also ohne AfD-Vertreter im Vorstand. Ja, also es gilt Vereinsrecht, ne? Wir haben ja innervereinliche Demokratie. Also man kann doch kandidieren, aber es wurde tatsächlich abgestimmt, darf er kandidieren oder nicht. Und alle Altparteien hatten natürlich ihre Tischvorlageliste, waren dagegen, das so zu machen. Und er durfte nicht mehr kandidieren. Also noch schlimmer als im Deutschen Bundestag. Da dürfen wir ja wenigstens kandidieren mit dem Bundestagsvizepräsidenten. Der wird dann zwar nicht gewählt, ist ein anderes Kapitel. Aber da, also schlimmer geht nicht mal. Deutsche parlamentarische Gesellschaft, wir werden das rechtlich prüfen. Und ich denke mal, letztendlich dann auch gerichtlich angreifen. Oder meinst du nicht? Ja, auf jeden Fall, weil das ist natürlich auch ein Bärendienst für die Demokratie in Deutschland, dass man nicht mal kandidieren darf als ordentliches Mitglied, sondern von vornherein ausgeschlossen wird für solche Ämter, weil man AfD-Mitglied ist. Und das ist eine untragbare Diskriminierung und die sollten wir anfechten, da bin ich überzeugt. Und wir berichten dann weiter, wie es weit und ausgegangen ist. Ne? Genau, so sind wir mal gespannt. Malte, toi, toi, toi beim nächsten Anlauf. Richtig.